So, guten Morgen, Buchhanker-Freunde. Wie ihr seht, leicht winterliche Stimmung hier oben in Schleswig-Holstein. Es sind gerade so minus 1 Grad, 0 Grad. Es hat heute Nacht ein bisschen geschneit, tut dem Buchhanker aber nichts ab. Alles gut. Sorry, dass ich jetzt die letzten 14 Tage nicht Video online stellen konnte oder nicht euch up-to-date gehalten habe. Aber selbst im gewissen Alter, gesundheitlich, bin ich so heftig aus dem Tagesgeschehen rausgerissen worden, dass es erstmal eine Ehrenrunde im RTW zur Uniklinik gab. Und da nahm es dann seinen Lauf, dass ich etwas gehandicapt bin jetzt. So, ich versuche jetzt langsam wieder in das Tagesgeschehen reinzufinden. Und nutze die gewisse Zeit, wo ich mich ruhig erholen kann, dazu vielleicht das eine oder andere Video zu machen, weil das Leben geht weiter. Was haben wir heute? Außer, dass das schweinekalt ist. Gute Idee. Erstmal das Intro. Grüße gehen wieder auch in den süddeutschen Raum runter zu Gary, Learning by Frickling, zu Alex, Buchhanker Alex, Alexander Demme. Nochmal schönen Dank für dein Survival-Paket, was du mir geschickt hast mit dem Natursaft. Ja. Funktioniert. Danke dir dafür. Und Grüße auch noch nach Chile zum Geologen Wolfgang Griem, der dort mit seinem Hunter in der Atacama-Wüste unterwegs ist. Und Grüße auch an die Fangruppe nach Österreich. Jo, was haben wir heute? Nichts Besonderes eigentlich. Pro und Kontras, Tuning, Styling. Und zwar 50er-Jahres-Style Sonnenblende. Und da gucken wir jetzt mal hin. Die Sonnenblende hier erinnert mich zumindest immer an so 50er-Jahres-Style, Lowrider, Kuba-Style. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Es ist auch nicht jedermanns Geschmack. Gary, Learning by Frickling, sagte auch, das ist nicht so seins, aber wir haben uns darauf geeinigt, wir sollten sowas eher mit einem Surfbrett anfangen. Ich habe es andersrum gemacht. Ich bin ja too fat to fly, beziehungsweise würde auch wie ein Stein im Wasser untergehen. Deswegen ist Wasser und Surfbrett noch nicht so meine Kernkompetenz. Fangen wir erstmal mit Styling an. Das ist Styling, weil es eben von außen her etwas die Kontur verändert. Braucht man es, nachdem ich es montiert habe? Danke noch auch an Marco, der hat uns tolle Halter gebaut. Machen wir aber separat. Braucht man es? Ja, wenn man es einmal sieht, möchte man es haben, aber haben, brauchen, nein, man braucht es nicht. Aber es sieht manchmal toll aus. Da scheiden sich die Geister 50-50. Wo ist das Problem? Das Problem ist vom Vertrieb für die Sonnenblende aus Trittau. Die hatten niemals einen Buchhanker selbst vor Ort gehabt, um das auszumessen. Und deswegen wurde damals ein Passepartout angefertigt von einem Kunden, weit ab vom Schuss. Und der Kunde sollte halt seine Linie der Windschutzscheibe, den Bogen und die Länge ermitteln, was der Kunde wohl auch gemacht hat, nur hat eins nicht bedacht. Die Sonnenblende kannst du nicht im Sichtfeld anbringen, wird auch der TÜV gar nicht abnehmen, beziehungsweise auch keinen Eintrag machen. Weil mit dem Aluminiumrahmen und mit der Tönung hättest du eine Beeinträchtigung vom Sichtfeld, das muss frei sein. Also muss die Sonnenblende höher gesetzt werden und das passiert folgendes.
Der Buchanka hat ja wie ein Beluga-Wal oder wie eine Nase am Flugzeug den Dachüberhang. Und das ist gar nicht mal wenig. Lass es mal hier so 12, 15 Zentimeter sein, jetzt mal geschätzt. Und so ist das Passepartout, was damals der Kunde das Negativ angefertigt hat, was ja nur dann so den Scheibenbereich abdeckte, kommt bei einer korrekten Montage, wenn es weiter rausgeholt wird, wird die Blende viel zu schmal. Und die damals angefertigten Halter vom Vertrieb, die sind mindestens 7 bis 8 cm seitlich zu kurz. Und da kommen wir jetzt drauf. Ich bin mal reingegangen, weil es mir draußen ein bisschen zu kalt wird. Ja, das mit der Sonnenblende ist eben hier das Problem, die Montagehalterung schon gleich ab Lieferzustand. Wobei der Vertrieb auch von Cornett in Trittau, Cornett Sonnenblenden, auch eindeutig gesagt hat, das sind Universalhalter. Also habe ich mich da überhaupt nicht drüber zu beschweren. Nur das Problem ist ganz einfach, es ist ein Show-and-Shine-Produkt und während der Fahrt, nachdem wir die hier montiert haben, der Marco und ich, mit seinen festen, massiven Klammern, die natürlich noch nicht im Endstadium sind, sondern einfach nur erstmal ein Versuch, die nach der Montage, bei der Probefahrt, hat man schon gleich gemerkt, dass der auftretende Wind vorne ja beim Buchanka weitgehend von Haus aus ja nur zur Seite weggehen kann. Wir haben ja diese 10-15 cm Dachüberhang. Da staut sich das, der Fahrtwind, der Gegendruck. Und sobald jetzt die Sonnenblende montiert ist, wird die ja auch nochmal wie ein Spinnaker-Segel beim Segelschiff vorne auch nochmal eingefangen. Und Wind bzw. Fahrtwind hat schon extreme Kräfte. Bei Tempo 70 hat man schon gemerkt, dass diese Alu-Leiste, der Alu-Rahmen mit der transparenten Sonnenblendenfläche sich wie ein Segel aufblähen will, einen Widerstand verursacht und nach hinten wegklappen möchte. Und da bräuchte man weitaus massiveren Rahmen. Was aber wiederum auch ein Problem ist mit Anbauteilen am Fahrzeug, Zubehörteile zusätzlich zu montieren, die dann auch noch am Fahrzeug herausstehen. Ich glaube, da wird man auch keine Einzelabnahme kriegen, weil das einfach dann zu massiv wäre, wenn man da eine Stahlleiste nehmen würde oder ein Stahlblech. Und Problem ist tatsächlich, ab 70 fängt sich an, das aufzublähen. Sie will am liebsten der Physik folgen, nach hinten wegklappen, die Sonnenblende. Und da sie das nicht kann, fängt sie an, eine Resonanz aufzubauen. Und irgendwie den Gegendruck, den Wind loszuwerden. Und 70 mit einem Buchanka fahren, ab 70, denke ich mal, es ist immer eine ideale Reisegeschwindigkeit. Da kann ich das Geflatter vorne gar nicht gebrauchen. Und ja, ist für mich die Frage, behalte ich sie, baue ich sie ran? Mit Marco mich nochmal ransetzen, das komplett irgendwie nochmal abzuändern, weiß ich so jetzt nicht. Aber auf der anderen Seite von der Firma Cornett in Trittau, von der Geschäftsleitung her ist mir zu jeder Zeit immer Hilfestellung gegeben worden, Lösungsansätze. Cornett selber hat keine Werkstatt, es ist nur ein Vertrieb. Und die Produktion findet in Dänemark statt und damals ist es ja so gewesen, dass ja nur ein Kunde einen negativen Passepartout anfertigen sollte aufgrund der Windschutzscheibenform. Hatte ja aber, wie ich schon erwähnt hatte, oben diesen Dachüberhang völlig vergessen. Und so ist also die ganze, ja, dieses dreidimensionale Konstrukt etwas aus der korrekten Planung wohl geraten. Wenn man jetzt natürlich einen Lowrider hat, so ein US-Car oder ein Fahrzeug, was man einfach nur auf dem
auf so einer verchromten Platte oder auf einem Spiegeldrehteller stellt und dann sich drehen lässt. Da ist natürlich so eine Sonnenblende ein richtig geiles Highlight. Wenn man ein bisschen Lust hat, was zu konstruieren, ist das Geld mit Sicherheit gut angesetzt, angelegt. Und aber jetzt zum Dauergebrauch von der Funktion her, eine Sonnenblende eben einen Blendschutz erwecken soll, können wir beim Buchhang gar nicht machen. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, das würde entweder zu weit runterkommen, damit sie einen Sonnenschutz hat. Dann hätten wir jetzt aber im Sichtfeld. Geht gar nicht. Machst du sie etwas weiter hoch, fängt sich der Wind da drin, wie Alex das richtig sagte, einfach nur ein Windfang. Und ja, muss ich nochmal gucken, was ich damit mache. Ich tüdel sie gleich nochmal fest, probiere nochmal was, muss ich gucken. Ja, und ansonsten Grüße auch nochmal, habe ich ganz vergessen, an Buchanka Bavaria. Ich hoffe, du haust bald mal wieder eins raus, eins von deinen tollen Videos. Und selber habe ich noch ein anderes Video in Vorbereitung zu Gary, seinem, was er letztes Mal rausgehauen hat, Learning by Frickeling, OBD-Scanner auf dem Tablet, wobei man dann auch nebenbei noch ja, Navigation betreiben kann und so weiter. War eine sehr geile Idee, versuche ich in eins der nächsten Videos Reaction to oder Reaction auf Gary zu machen und das als nächstes. Gerne den Kanal abonnieren, bitte die Videos liken, damit sie in den Suchparametern, in der Bilanzierung für Urs Buchhanker in der Statistik auftauchen. Wäre ganz schön. Und ja, schreibt gerne wieder Kommentare, gebt mal Anregungen, Fragen stellen. Ich versuche sie zeitnah zu beantworten. Bis dann. Tschüss.